Zum Thema lebendige Industriekultur in Sachsen besuchte Wirtschaftsminister Martin Dulich gestern und heute ausgesuchte Orte in Westsachsen und im Vogtland. In Begleitung von Kunst- und Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange und mit Blick auf das Thema der Sächsischen Landesausstellung 2020 informiert sich der Minister zur touristischen Erlebbarkeit von Industriekultur. Nach der gestrigen Stippvisite in der Erlebniswelt Musikinstrumentenbau in Markneukirchen stand heute Zwickau im Mittelpunkt. Beim Besuch des Wirtschaftsministers in der Automobilstadt Zwickau lag natürlich nichts näher, als den Tag mit einem Trabi-Konvoi zu absolvieren. Start war am First Inn. Für den Großteil der Teilnehmer war es auch eine Premiere, denn die meisten waren noch nie Trabant gefahren, hatten sich noch nie im Volkswagen des Ostens platzieren können. Erste Station war der ehemalige VEB Gardinen- und Deko-Werke Zwickau in der Seilerstraße. 1898 von der Firma Landmann erbaut, war es bis kurz nach der Wende auch einer der angesehenen Exportbetriebe der Stadt. Der neue Vermieter Andreas Nabulsi vergibt dort seit jüngster Zeit Proberäume an Bands und an mehrere Start-up-Unternehmen, die sich den Bereichen Möbelbau oder Automobilität widmen. Allen voran eine Craft-Bier-Brauerei, die nebenbei auch Veranstaltungen wie Liedermacherabende in ihren Räumen veranstaltet. Die Kevin Brewery ist auch für den Startup Sachsenpreis 2018 nominiert. Dulich und Kunstministerin Stange zeigten sich begeistert von der Idee, mal für sich privat oder die Punkrock-Band Kevin eigenes, neuartiges Bier herzustellen. Inzwischen hat das in Flaschen verkaufte Bier in Locations in Dresden und Leipzig längst Fuß gefasst. Auch in Zwickau sind die mittlerweile 7 Sorten beliebt. Auf dem ehemaligen Gardeko-Gelände soll ein Kultur- und Kreativzentrum entstehen. Eine Idee, zu der der Minister eine prinzipielle Einstellung hat. Ich glaube, man muss verrückt genug sein und man muss Scheitern in Kauf nehmen. Also jetzt nicht verkrampfen, sondern man muss einfach mal seiner Idee folgen. Man darf nicht ganz naiv rangehen, weil natürlich, wenn man sich selbstständig macht, heißt das auch schon verantwortungsvoll, damit umzugehen. Aber ich glaube, man darf auch keine Angst davor haben, Fehler zu machen, dass es auch mal schief geht. Nur so entstehen Gründungen, nur so entstehen Start-ups, die einfach sagen, okay, wir machen los. Logischerweise können Start-ups nicht gelenkt werden, aber trotzdem gibt es Bereiche, in denen neue Herangehensweisen und Ideen von besonderem Interesse sein könnten. Ich wünsche mir mehr Innovationsgeist, gerade auch in der jungen Generation. Wir sind in Deutschland sehr auf Sicherheit bedacht und gucken eher, dass wir uns in einem Angestelltenverhältnis wiederfinden oder dass alles schön sauber und sicher ist. Alles in Ordnung. Aber was wir ja brauchen, ist auch der Mut zum Risiko, Mut, was auszuprobieren, eben doch mal Fehler machen zu dürfen. Und so entstehen auch neue Unternehmen. Und die brauchen wir hier in der Region auch, wo wir natürlich von Maschinen- und Anlagenbau und vom Automobil leben, dass wir auch neue Ideen brauchen, weil unser Nutzungsverhalten beim Fahrzeug ändert sich. Und da brauchen wir vielleicht ganz neue Firmen, die eine Idee haben, was man eigentlich in einem Auto noch machen kann, wenn das irgendwann mal autonom fährt. Der Trabi fuhr und fährt natürlich nicht autonom. Per Konvoi besuchten beide Minister anschließend noch den Neubau des August-Horch-Museums mit seiner verdoppelten Ausstellungsfläche sowie das Westsächsische Textilmuseum in Grimmitschau.